Ja, Hallihallöchen, ich bin euer Lieblingsnob Konrad und heute wird mal gekocht und zwar Fisch nach Art von Konrad. Dazu haben wir etwas Fisch, in dem Fall Kabeljau, etwas Sauce Hollandaise, ob selber gemacht oder aus der Tüte, ist euch selbst überlassen. Dann brauchen wir noch ein paar Frühlingszwiebeln, zwei Tomätchen, etwas geriebenen Käse und ein paar mediterrane Kräuter, ob frisch oder getrocknet, ist auch eure Sache. Machen wir Platz auf dem Tisch. Dann brauchen wir natürlich ein Brettchen. Nehmen wir uns die Lauchzwiebeln vor, machen wir erstmal schön die Würzelchen ab und dann schneiden wir das Ganze in schöne kleine Ringe. Als nächstes knüpfen wir uns unsere zwei Tomätchen vor. Die werden erst halbiert, dann geviertelt und dann nehmen wir diesen Tomatenglibber raus. Der stört mich eigentlich nicht, aber in dem Fall würde die Feuchtigkeit von der Tomate eventuell etwas überwässert wirken bei dem Ganzen. Dann nehmen wir diese Tomätchen, schneiden die in schöne, feine, kleine Würfelchen, weil das braucht man nachher schön klein und fein. Machen wir wieder Platz auf dem Brett, dann kommen unsere Kräuter, in dem Fall etwas Rosmarin, ein bisschen Thymian und Oregano habe ich von meinem eigenen Balkon. Da habe ich nämlich ein paar Kräuterchen und so. Gucke ich mir zurzeit ganz gern so einen YouTuber an, der so ein bisschen Selbstversorger macht. Und wenn man nicht alles unbedingt aus dem Markt kaufen will, warum nicht? Das ist der Selbstversorger Rigotti. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal bei seinem Kanal vorbeischauen. Ich liebe seine Videos, es macht einfach unglaublich Spaß. Und man kriegt auch ein paar Tipps, auch für die Balkongärtnerei. So, zurück zu unseren Kräutern. Wir knüpfen uns erstmal unseren Rosmarin vor. Der wird einfach ein bisschen gezupft um das Holzige. Da in der Mitte, das braucht man nämlich nicht. Wir brauchen ja nur das schöne Kraut. Wird gezupft, Hölzchen weg. Dann wird das Ganze ein bisschen klein geschnitten, nicht gehackt. Beim Thymian genau die gleiche Chose. Das Holz in der Mitte brauchen wir nicht. Das kommt weg. Wird gerupft, ein bisschen geschnitten. Und dann kommt der Oregano. Der ist schon ein bisschen trocken. Da hingen einfach so ein paar trockene Blätter draußen an meinem Oregano-Stämmchen. Wahrscheinlich sind die abgeknickt oder irgendwas. Kann man aber wunderbar nehmen. Oregano finde ich getrocknet sowieso viel besser, als wenn er ganz frisch ist. Habe ich dann auch klein gemacht. Den kann man dann, wenn er so schön trocken ist, einfach schön zerkrümeln, zerbröseln. So, zack, auf die Seite. Mach mal Platz, weil jetzt kommt unsere Sauce Hollandaise. Da kommen die Frühlingszwiebeln rein, unsere Tomatenwürfelchen, etwas, die schönen Kräuter, die wir gemacht haben, der geriebene Käse. Und dann wird das Ganze mit viel Liebe zu einer homogenen Masse gerührt. Schön vermischen alles. So sieht das dann aus. Wunderbar. Machen wir auf die Seite. Vielleicht doch lieber darüber. Zack, dann kommt der Fisch. Und der wird etwas mit Salz gewürzt und ein bisschen Pfeffer. Viel mehr braucht er gar nicht. Weil durch die Kräuter und so hat das so viel Aroma. Dann kommt das Ganze auf die Fischfilets drauf. Schön oben drauf. Genau. Schön macht er das. Zack, zack, zack. Überall drauf. Schön gleichmäßig. Und dann nehmen wir das Ganze weg, schieben es bei 200 Grad für 15 bis 20 Minuten in den Ofen und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Ist ein bisschen zerlaufen durch die Flüssigkeit von der Tomate oder so, macht aber nichts, gibt ein schönes Höschen dazu. Dann richten wir das Ganze an auf den Teller, zack, der Fisch drauf. Beilage nach Wahl, in dem Fall ganz schnöde Pommes, wird aber aufgewertet durch eine Garnitur aus meinem eigenen Balkongarten, frisch gezupft. Etwas frischer Basilikum, einfach fürs Auge. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das neue Format. Wird vielleicht ab und zu öfter mal kommen. Ich habe leider nicht die gewohnte Qualität, weil ich meinen Camcorder nicht mehr finde und mein Stativ beim Umzug irgendwo gelandet. Ich habe dann improvisiert. Wir YouTuber sind ja erfinderisch, ne? Ich habe da mein Handy genommen, einfach eine Flasche guten Wein, so ein Böbbel oben drauf, damit das hält. Eine Erhöhung hinten dran, sieht man auch die Sauerei, ne? So sieht's halt aus, wenn man richtig kocht, ne? Ja, aber wie gesagt, wir wissen uns ja zu helfen, ne? Sind vielleicht ein bisschen bekloppt, aber es hat ja scheinbar funktioniert. So, dann, wenn ihr Lust habt, kocht's nach, lasst es euch schmecken. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann, bis zum nächsten Mal, euer Lieblingsloop Konrad. Tschüdelüdelüdelü.